Hallo und herzlich willkommen hier zum Marksman Hunter Artefaktquest Reihe. Mein Name ist Vernian und ich möchte euch diese Questreihe heute zeigen. Man muss allerdings sagen, und das mal jetzt gleich vorweg, dass ich kein überaus großer Hunter-Kenner bin. Ich habe zwar mal Hunter gespielt, in einer Erweiterung oder zumindest einen Teil einer Erweiterung lang, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich da so richtig gut auskenne und quasi so richtig gut sagen kann, wie man was macht. Aber was ich weiß, ist, dass die Marksman, also die Treffsicherheitsversion des Jägers, ein wenig anders ist in Legion. Denn bei dieser Variante vom Jäger habt ihr kein Pet, sondern nur eine Schusswaffe. Idealerweise eigentlich ein Bogen. Ich weiß nicht genau, warum man hier diese Kanone reingepackt hat, weil eigentlich so Kanonen kriegen die Tierherrschaftsjäger nur. Die Artefaktquest oder das Artefakt wird auch ein Bogen sein. Aber naja, gut. Dann geht es hier mal los. Und zwar müssen wir erstmal irgendwelche quasi Hinweise finden auf die Artefakt-Quest-Reihe bzw. auf die Artefakte. Fangen damit hier in diesem Gebäude an. Ich scheine jetzt anscheinend immer so mit der Waffe vor mir rumzulaufen. Ich hatte gerade einmal auf einen Skill gedrückt. Keine Ahnung, wie lange das weitergeht so. Aber naja. Schon Tag auch. Ja, die auch. Wer ist der denn eigentlich hier? Transmogrifizierer. Hallo. Ach, da vorne. Ja, genau. Das ist hier die gute Apata. Die ist nämlich die mit. Ja, man sieht das eigentlich auch, Speerwaffe am Rücken. Soll halt für die Überlebensjäger sein. Machen wir nochmal weiter mit da vorne. Speak to Courier Lunsboro. Okay. Gehen wir mal hier direkt rein. Dann müsst ihr hier irgendwo stehen, oder? Das ist jetzt wieder ein anderes Haus, ne? Mann, Mann, Mann. Das ist auch wirklich verwirrend. Wie soll man denn da vom. Ach ja, da ist er. Kurier vom Silberbund. Ah, oh, das ist für mich jetzt, würde ich sagen. Do you know of an artifact weapon that could help in fight? My commander, Ranger General Verisa Wildrunner, has uncovered a possibility lead to the whereabouts of a missing sister, Aleria Wildrunner, von der wir auch den Bogen bekommen. Alerias Wissen über die Legion kann uns eben wertvolle Hinweise geben und zusammen, ja, kann man das machen. Gucken wir mal weiter. Wie es hier geht, ist nämlich da hinten auf der anderen Seite. Da ist für den Tierherrschaftsjäger. Ich tippe auf einen Zwerg. Ich meine, Schusswaffe, Zwerg. Das würde schon sehr, sehr gut passen, finde ich. Hier drin anscheinend bei. Naja, ich meine, gut. Pet Battle Trainer. Und da ist auch der Zwerg, von dem ich sprach. Ja, du hast gesagt, dass du mir irgendwas über eine Artefaktwaffe sagen kannst. Ja, kann er mir. Bla bla bla. Pet Battle interessiert mich nicht, also gehe ich jetzt weiter. Ah, hier wieder rein, zurück. Das ist ein bisschen anders als beim letzten Mal. Sie scheinen den Jäger generell ein bisschen überarbeitet zu haben. Ist natürlich auch immer Alpha. Vergesst das nicht. Ja, so, Was hallo. führt euch hierher? Die drei Waffen sind ganz interessant für mich. Und ich muss jetzt Ja, ich halt sehe. hier erstmal meine Waffe auswählen. Ja, Tierherrschaft ist wie gesagt eine Schusswaffe, ist nicht drin. Und da seht ihr sie nochmal, so sieht sie aus, zumindest die Grundvariante. Ihr wisst ja, die haben verschiedene Erscheinungsbilder. Und das nochmal zur Erinnerung, die Artefaktwaffe des Überlebensjägers. Und jetzt dann hier nochmal den Bogen für Marksman-Jäger. Den nehmen wir jetzt auch mal. Ja, da ist er. Das sind wir heute hier. Alles klar. Geht's also an dieser Stelle weiter, ist auch schon früh. Manchmal geht das auch viel später erst los, zum Beispiel bei Mönchen etc. Und jetzt soll ich in Crassus Landing, also am Flugplatz von Dalaran, direkt mit jemandem sprechen. Gehen wir nochmal hin. Ist ja der Weg nicht ganz so weit, ne? Da vorne ist er schon. Der Kurier, wieder mal, den ich gerade schon gesprochen habe. Okay. Ich weiß nicht die genauen Details, aber Dämonen haben sie anscheinend irgendwo festgehalten. Und der Ranger General has joined, also sind, ist da halt unterwegs, natürlich, um die Schwester zu finden. Okay, Call to, of the Marksman. Ja, die Zeit ist das Wichtigste, wenn Aleria da lebt. Ich meine, ich weiß nicht so lange, wie die da scheint, ist aber egal. Ich soll den Hippogreif auf jeden Fall nehmen und mich mit Veresa Windrunner treffen. So, wir wollen also hier zur verheerten Küste.
Da müsste sie jetzt irgendwo sein und offensichtlich auf dieser kleinen Insel, denn darauf steuern wir zu. Hier müsste sie also irgendwo sitzen und da sehen wir auch wieder die Silber Wind. Also ihr wisst schon, vorne ist auch Veresa. Und gehen wir mal zu ihr hin. Hallo Veresa. Wer ist denn da bei dir? Aha. Stinkt nach einer Falle. Wenn das irgendwas lügt, etc. Und wenn es eine Chance gibt, müssen wir es aber schon versuchen. Ist ja klar, sie versuchen natürlich ihre Schwester zu finden, ist logisch, ne? Okay. You have long been a trusted hero of the Alliance, Praska. And like the rest of us, you have endured many hardships. Also, ich bin halt schon lange gedienter Held der Allianz und so weiter und so fort. Ja. Speak to Veresa Windrunner. Kirintor beschützen euch. Ja, Es der ist ein Kirin-Turm beschützt schrecklicher mich. Krieg. Ja. Ich bin ein bisschen furios. Ein Dämon, den man gefangen genommen hat, hat aber gesagt, dass man sie gesehen hat. Okay. Alerias Wissen über die Legion kann uns helfen, die ein für alle Mal zu besiegen. Unser Ziel ist es, sie zu wissen, ja. Ich sollte mit euch kommen. Nein, du sollst nicht. Bla bla bla. Dämon. Ja, es könnte eine Chance sein. Ganze hier zu beenden. Klingt gut. Ja. Okay, wunderbar. Eine Rescue Mission ist es also. Und wir sollen mit Aleria durchs Portal Für die gehen. Allianz. Velera, Veresa. Margus Solges, Empower the Portal Crystal. Okay. Was führt euch hierher? Sofort, Ranger General, but beware. Time flow. Ah, okay. Autos, you fool. Was hat er jetzt denn gemacht? Now we have two allies to rescue. Alles klar, ich gehe einfach mal weiter rein, ne? Also er ist anscheinend auch noch mitgegangen. Warum er jetzt hinterher ist, weiß ich nicht genau, ob er irgendwie nicht möchte, dass sie mit reingeht. Ich weiß nicht, ein bisschen unvorsichtig, finde ich persönlich von Veresa. Immerhin ist sie Mutter von zwei Kindern, die beide keinen Vater mehr haben. Kein Zeichen von dem, aber er ist kopfstark. Ja, lass uns gehen. Sieht ein bisschen aus wie die Geschichte. Mal sehen, wie das hier so geht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Was ist denn hier überhaupt für eine Taste? Im Visier. H. H ist irgendwie eine doofe Taste dafür. Kann ich das hier? Ja, mach ich das. Was ist das denn im Visier? Was macht das? Irgendwie 30 Fokus, wie sie wieder reinfahren. Okay. Portalmagier. Alles klar, ich habe überhaupt keine Talente vergeben, fällt mir dabei ein. Doch, habe ich. Ha, habe ich doch irgendwann mal gemacht. Das war jetzt irgendwie sehr anstrengend, muss ich sagen, für jemanden, der sich hier auch gar nicht mit auskennt. Ich hoffe, ich kann was essen. Okay. Vorne ist ja wieder einer. Das hier übrigens die gleiche Ebene wie bei der Blutdekar-Questreihe, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die ich jetzt aber auch in den nächsten Tagen irgendwann nochmal nachreichen werde. Das ging beim letzten Mal bisher nicht. Was sicherlich noch irgendwelche Sachen nicht richtig, das bitte ich zu entschuldigen. Ich drücke einfach im Moment wild Knöpfe. Das ist mir bewusst. Das ist aber einfach so, ja? Keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht aus mit dem. Ja, Char und ja, keine Ahnung, habe mich damit jetzt auch nicht großartig beschäftigt. Ich hoffe, dass mein Wissen da reicht. Hab ich habe eigentlich keinen Rückzug mehr, wie es doch so schön heißt. Würde mir auf jeden Fall an einigen Stellen ganz gut helfen, glaube ich. Guck mal nochmal. Rückzug. Sperrfall, doch, da ist Rückzug. Warum nutze ich den denn noch nicht? Und auf was für eine Taste bind ich den mal? So, Veresa, was jetzt hier? Du kommst mit. Alles klar. Oh. Das typisches Hunter-Problem übrigens. Man greift einfach mal an mit einem Rechtsklick, ja. Bitte einmal kommentieren, wer von euch Jäger ist und schon mal aus Versehen, ja, mit einem Rechtsklick irgendwas gepult hat. Als Hunter irgendwie.
Wirklich nervig. Irgendwie vermisse ich mein Pet auch mehr, als ich so dachte. So. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, gar nicht, aber geht gar nicht mehr. Achso, ist nur ein Charge auf Rückzug. Vielleicht kann ich aber die andere Tussi hier tanken lassen. Hört sich nach einem Plan an? Ja, ne? Ja, ich habe keine Fallen mehr. Nix, ey. Mann, Mann, Mann. Ach, das habe ich nach hinten zwar gedingenst. So, Barrett, oder? War das Barrett schon? Ach, Autoloot ist natürlich auch nicht an. Ah, Interface schnell plündern. Nicht, dass es jetzt super wichtig wäre. Wer ist das da vorne? Wildläufer Orestus. Ja, den wir gerade hatten. Ist der da gerade am Kauern oder was, ey? Was für eine Lusche, ey. Keine Ahnung. Du kennst dich wenigstens mit deiner Klasse aus, Oresco, nehme ich mal an. Ja? Ich nicht. So stark sind die Gegner jetzt ja auch nicht, die du hier gerade hast. Orestos. Wer ist jetzt? Lese ich mal auf der Ferne mit. Wenn es denn da schon was zu lesen gibt. Man muss ja auch das Gute sehen. Herald Service, you believe yourself worthy to enter the cathedral? Ja, schon irgendwie. Wie komme ich denn da durch jetzt? Muss ich irgendwie schnell laufen? Mal überlegen. Todstellen habe ich ja auch noch. Habe ich auch rausgezogen. Ach, ist aber egal. Sperrfeuer. Adlerauge hätten wir noch. Können wir mal gucken, was da so ist. Na gut, da ist einfach nur durchreiten eigentlich im Moment noch, wenn ich das richtig sehe. Alles klar. Die Kathedrale entern. Mein Plan ist jetzt hier durchzureiten, Veresa. Bist du dabei? Ich will also nicht kämpfen. Ich stelle mich da vorne tot. Habe ich Totstellen überhaupt rausgezogen? Totstellen sonst. Einfach mal hier raus und T wie Totstellen. Ich bin ja wirklich tot. Haha, hat geklappt. Die Sache ist noch die, dass Veresa irgendwie kämpft. Naja. Puh. Who cares, Veresa, Windrunner. Soll sie halt kämpfen und sterben wie ein. Selbst schuld. Ich weiß, ich habe erzählt, sie ist Mutter, Kinder und so, ne? Aber die wird schon nicht sterben. So. Herold. Wir beide müssen kämpfen. So. Oh. So, da ist ja dieser Hochinquisitor, den wir umbringen wollen. What have you done to Alleria, Monster? Ja, was hast du mit Alleria gemacht? No, was ist jetzt wieder los? Hochinquisitor. Okay, wir müssen ihn einfach umbringen. He's tearing into my mind, okay. So, den letzten Augen noch mal töten, aber ich würde sagen, wir essen mal was davor. Wenn man gegessen hat, kann man Augen auch viel besser umbringen, würde ich sagen. So. Vorne sind noch eine Reihe von Augen. Die wir aber einfach mal umbaragen. Phase 7. Wo ist sie nur? Ja, wenn diese Augen, ich muss wissen, wo Aleria ist. Ja, das muss ich auch wissen. So, jetzt werden wir ihr helfen hier beim Durchsuchen. Okay, was? War sie hier nur für Tage, für ne, Centuries und so weiter und so fort? By the light, there is her bow.
Ah, da ist der Bogen, tatsächlich. Taschlora, ja, okay. Kann ich den jetzt haben? Also, wir wissen, sie war hier gefangen genommen. Sie ist aber offensichtlich nicht mehr hier. Sie war hier, sie spürt ihre Präsenz. Und sie könnte vielleicht, ja, ne, entkommen sein. Und sagt jetzt auch, dass halt der Bogen richtig krass ist. Dark Days lie ahead us. Und ach, nimm du den Bogen, weil wenn Illyria nicht hier ist, dann, ja, wäre es doch cool, wenn du den nimmst. Und da sehen wir ihn auch. Tas'Dorah. Und Illyria selber finden wir hier allerdings nicht. Okay. Ja, ich weiß, Illyrias Bogen ist in den richtigen Händen. Find the Invaders. Retake the Cathedral. Okay. Okay, wir werden überrannt. Wir haben den Bogen. Und hier ist Illyria nicht. Also, nein, ich will nicht die Regel beitragen. Lass uns abhauen, wahrscheinlich, ne? Lass uns von hier verschwinden, genau. So habe ich das gemeint. Sie hat jetzt da, keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie wendet auf jeden Fall irgendwas an, mit dem wir rauskommen. Daran ein krasses Landeplatz, bereit zur Abgabe. Ach, da ist sie auch. Veresa Wildläuferin, Waldläuferin des Silberbunds. Okay, go to Hunter's Reach Shop in Dalaran and speak, also wieder zurück zu der anderen Frau. Und mit der sprechen. Jetzt habe ich hier schon meine Artefaktwaffe. Kann ich euch schon zeigen, was die für eine Fähigkeit hat? Ich glaube nicht. Nee. Müssen uns erstmal dieses Artefakt richtig zu eigen machen. Dann können wir uns auch angucken, was wir dafür für eine Fähigkeit bekommen. Ja, ihr seid zurück. Super gemacht, Braska. So, jetzt müssen wir noch in die Two Short Lodge in Hochberg. Das ist halt die Hunter-Klassenhalle, ja, und da fliegen wir jetzt mal hin. So, finally, da sind wir hier in Hochberg in der Jäger-Artefakt, Artefakt in der Klassenhalle. Und ja, wunderbar. Muss man jetzt hier so ein Ritual durchlaufen? Das ist halt irgendwie so ein ganz, ganz altes. Ach, sie sagt das sogar auf Deutsch dann, ne? Bitte macht einen Spaziergang mit mir, Braska, alles klar. Der unsichtbare Pfad wurde nach dem Krieg der Urahn als Schutzmaßnahme für die Einwohner Azeroths gegründet. Von den verheerten Inseln aus hielten wir Ausschau, sollte die Legion zurückkehren. Ach, okay, als wir hier angekommen sind, haben wir diese Two-Shot Lodge gebildet, um den Adlergeist Orhanra, ja, ne, ist dann quasi gekommen und hat dem Ganzen seinen Segen geblieben. Über die Jahrhunderte sind meine ja, Kollegen, ne, und ich hier gegangen und der Silberbund steht uns zur Seite, die Fast Riders stehen zur Seite. Der ungesehene Pfad wird stärker als jemals zuvor sein. Sehr schön. Also Blutelfen und Hochelfen. Und jetzt sollen wir halt vor der Statue knien und unsere Dienste dem Ganzen verschreiben, ja. Dem wird sie dann hier noch mit uns sprechen. Wir sind die Hüter der Wildnis. Wir sind die Adler auf dem Wind. Wir beschreiten die einsame Straße, denn der unsichtbare Pfad ist unser. Ah, da oben ist der Adlergeist, wie ihr seht. Von Oon Shara, ja. Und ist wieder zurückgekehrt, als wir diese Sache abgelegt haben. Ne? Wahnsinn, oder? Ja, meine Leute, mein Volk spricht in Legenden von dem. Ist so wunderschön. Naja, ist schon ein toller Was Vogel, führt ne? euch hierher? Ja, dass der Vogel erschienen ist, ist seit den Gründertagen nicht mehr passiert. Und deswegen Sie ist es ein wissen, Zeichen, dass sie uns quasi ja, segnet. Daher schließt sie sich uns als Follower an, die Frau. Und jetzt geht es natürlich hier wieder daran, weiter die Artefaktwaffe zu betrachten. Wie in jeder Klassenhalle machen wir das natürlich auch hier, ganz klar. Oh, was? Ah, die Sentinels. The Dark Lady has lent her rangers to your cause, Meister Jäger.
Ihr seht, also alle unterstützen uns im Prinzip. Ups. Was ist das? Ach, da vorne ist übrigens. So, hallo. Der Altar hier. Und jetzt können wir uns hier die Artefaktwaffe angucken. Das ist auch der spezielle Schuss. Windburst. Ja, ist halt ein Schuss. War irgendwie fast klar. Und da haben wir die anderen Artefaktsachen, die man halt skillen kann. Da hinten seht ihr es zum Beispiel hier. Ruf des Jägers oder hier. Aber das könnt ihr euch alles angucken. Natürlich auf WoW oder MMO Champion, wie ihr möchtet. Was euch besser gefällt. Ja. So, ja, jetzt geht es dann natürlich noch weiter, sich das Ganze hier anzugucken, wo man als nächstes angreifen kann. Ihr kennt das Ganze schon, wenn ihr euch die anderen Artefakt-Quest-Reihen-Videos angeschaut habt. Ist im Prinzip dasselbe, dass man auch hier wieder das Ganze machen muss und sich angucken muss, was man angreifen kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nach Sturmheim, nehme ich das hier an und schon kriege ich dann von der erledigen die Fähigkeit, mich hierhin halt zurückzurufen. Adlergeist rufen, ne, heißt halt, dass ich mich hierhin zurück teleportieren kann. Ja, in diesem Sinn war es das für jetzt für die Marksman Hunter Quest 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.